Standort Berlin heute mit Thorsten Schermal. Er hat eine tolle Idee gehabt und in einigen Wochen werden wir sehen, was daraus geworden ist. Er hat aus dem alten Getreidespeicher am Westhafen ein Event- und Convention Center gemacht. Und das bietet etwas, was es in Berlin nämlich bisher nicht gab. Größenordnung für Veranstaltungen, die man bisher vergeblich suchte, nämlich genau. Bis um 600 Leute. 600 gesetztes Essen, 1500 an Stehempfang, über zwei Etagen und so weiter. Und das Besondere halt in einer außergewöhnlichen Location, nicht so wie man es eben oft hat in Hotels, ne, dass immer alles ziemlich gleich aussieht, sondern wir eine besondere Architektur haben, wir ein Hafenbecken haben und man im Grunde genommen... Und ein Wassertaxi, das ein hat Wassertaxi, mir am besten genau. imponiert. Von der Pause ja. haben Sie gesagt, Sie können Ihre Gäste mit dem Wassertaxi genau. da wir können Schiffe hinbringen. Dort, wir können große Dampfer anlegen lassen, auch große Schiffe mit 400 Personen sozusagen, dass der Kunde mit seinen Gästen dort vorfahren kann und aussteigen kann und sofort in die Fläche. Stadtrundfahrt mit dem auch. Wasser auf dem Wasser ja. und hinterher großes Essen natürlich. Im Getreidespeicher. Ja. Mit der alten Getreiderutsche. Haben genau, mit der Pause alten Getreiderutsche, gesagt. Die dort sicherlich jahrzehntelang ihren Zweck erfüllt hat. Ja. Nun leider nicht mehr. Aber zur Belustigung der Gäste lassen Sie nicht Getreide runterlaufen. Nein, wir werden dann... Höchstens mal ein bisschen Champagner. Das wäre ganz gut, ja. genau. Und 600 Gäste kommen, das ist einzigartig. Was mich wundert, wir haben ja große Hotels... Wir haben große Veranstaltungsräume in Berlin, aber die beginnen dann erst oberhalb dieser Grenze. Ja, wenn man mal, also es gibt natürlich das klassische Hotel, Gala-Dinner, das natürlich aufgrund der Massenabfertigung in Anführungsstrichen natürlich eine andere Preisklasse ist. Aber unsere Fläche ist ja nun dadurch gekennzeichnet, dass wir im Grunde genommen, sag ich mal, ab 600 bis 1500 Personen ganz gut den Markt abdecken können. Wenn man sich jetzt überlegt, Kongresse und Tagungen, CityCube zum Beispiel an dem ehemaligen Platz der Deutschlandhalle, beginnt erst ab 2.500 Personen. Und wenn man Estrel anschaut, sind die Größenordnungen ganz andere. Diese Lücke zwischen 300, 200 bis 1.500 Personen ist sehr dünn besetzt. Zwischen A-Klasse und S-Klasse. Genau, sowas. Da fehlt noch eine E-Klasse. Genau, genau eine E-Klasse. Und wie fühlen Sie jetzt auf, wie sind Sie denn persönlich drauf gekommen? Sind Sie Veranstaltungsmensch oder was haben Sie mal gelernt? Also ich habe Bauingenieur, Bauingenieur an der TU Berlin und das ist auch mein erstes Standbein gewesen ja. und oder immer noch, auch noch, beschäftige ich mich mit Projektentwicklung und aus einem reinen Zufall heraus, vor über 10 Jahren haben wir ein Hotel entwickelt in Berlin am Anhalter Bahnhof und dort konnten wir temporär es ist ein Bestandsgebäude, das Mövenpick Hotel und dort konnten wir temporär Veranstaltungsflächen nutzen und daraus hat sich das ergeben. Und über die Jahre hinweg, wir haben jetzt seit 10 Jahren eine Fläche in der Potsdamer Straße, 40 Seconds heißt das, im 8. Stock mit dem Blick über den Potsdamer Platz, vielleicht bekannt als Club, aber auch als Businessveranstaltung und dort haben wir unsere Küche. So hat sich das über die 10 Jahre entwickelt, der Kundenstamm hat sich vergrößert und der Bedarf oder beziehungsweise unsere Kunden wurden größer und somit haben wir auch eben eine neue Fläche gefunden. Suchen Sie eine Fläche, haben Sie gefunden, zufällig, mit Radiosprecher. Was mich wundert ist, wie bringen Sie denn das ganze Essen dahin? Mit Wassertaxi? Nein, nein, wir haben eigene Küche. Machen wir selber. Wir haben eine eigene Küche auf 250 Quadratmeter, machen wir selbst. Im Speicher? Im Speicher, im Erdgeschoss, eine eigene Produktion, die wir nicht nur für die Inhouse-Veranstaltungen nutzen, sondern auch, und das war ja die Suche damals, den Fokus auf Catering-Produktionsflächen für Außerhaus-Caterings. Das heißt, wir sind derzeit auch jetzt im zweiten Jahr exklusiver Partner von den Freunden der Neuen Nationalgalerie. Dort bekatern wir alle das Veranstaltungen. Das kommt von Ihnen? Das kommt von uns, ja. Jetzt zurzeit gibt es ja die Kraftwerkkonzerte, auch dort werden wir catern zurzeit. Und so brauchen wir Flächen für die Produktion unserer Außerhaus-Caterings. Das ist nicht nur in-house dort. Wir haben eigene Köche, eigenes Kochteam, alles selbst produziert. Aber Sie sind Bauingenieur geblieben und nicht ich Koch bin geworden. Bauingenieur geblieben und bin nur Hobbykoch und das sehr ehrlich? Gut sogar, ja, sagt meine Frau zumindest. Sie testen überhaupt das alles. Genau, ich probiere. In Ordnung ja, ist oder ja, so. Ja, ja. Wenn ich das jetzt buchen will bei Ihnen, im März eröffnen Sie, ist nicht mehr lange hin. Wie weit sind Sie denn schon ausgebucht? Also die Nachfrage und der Run ist sehr, sehr groß. Gerade, wie ich sage, wir haben eine Marktlücke getroffen. Weil Sie eine Lücke füllen, ne? Ja, genau, weil wir eine Lücke füllen. Und wir haben im Grunde genommen jetzt schon seit ab März auch bis über den Sommer hinaus, in den Herbst hinein und auch schon 2016 feste Buchungen.
und nicht zu wenig. Und das kommen auch immer mehr rein. Und das sind teilweise Langzeitveranstaltungen, die auch mal über eine Woche gehen. Aber das vermarkten wir einmal entweder über eben Visit Berlin, die auch Partner von uns sind, oder wir Partner von Visit Berlin, über unsere eigenen Kundenkontakte, über unsere Webseite. Wir haben einen sehr hochwertigen und hoch interessanten Imagefilm visualisiert, gedreht, den wir eben auch als Marketing-Tool haben. Und da kommt eine ganze Menge an Feedback und Kunden. Ich will nochmal zurück zu dem, was Sie vor der Pause gesagt haben. Vergnügungsstätte. Ja. Das hat es eigentlich verhindert. Zahlen Sie denn jetzt Vergnügungssteuer? Nein, bisher zahlen wir noch nicht, aber ich hoffe auch, dass wir keine zahlen müssen. 12 Meter hoch ist die Halle. Wie ist denn die Akustik da drin, wenn da eine Band spielt? Ich sag mal so, ist ja sehr kathedralenartig. Wenn man jeder, der in der Kirche schon mal war, weiß, wie lang die Nachhallzeiten sind. Deswegen frage ich weitaus länger als hier im Studio. Wir haben da sehr extrem lange Nachhallzeiten von über 6-7 Sekunden, was gar nicht geht, auch gerade bei Kongressen und Tagungen. Das habe ich mir gedacht mit meiner Frage, dass da irgendwas nicht gehen kann. Wir werden Akustikmaßnahmen einbauen. Wir haben ein sehr gutes Team an Experten, die Schallmessungen vorgenommen haben und daraufhin Modelle entwickelt haben, was wir an Maßnahmen ergreifen müssen, um diese Schallschluckenden und dann auch die Nachhallzeiten im Grunde genommen zu verkürzen. Das wäre doch ideal für die Jodel-Weltmeisterschaft. Das stimmt, das würde funktionieren, sehr gut sogar. Haben Sie schon mal daran gedacht? Das wäre eine gute Idee. In Berlin gibt es die Weltmeisterschaft im Jodel. Das stimmt, das ist sehr schön. Angenommen, das läuft jetzt so gut an, woran ich nicht zweifle, was Sie gerade gesagt haben. Ist denn da noch Erweiterungspotenzial im Hafen? Könnte man das insgesamt zur Vergnügungsstätte machen, was ich ja eigentlich nicht sein darf? Also ich glaube, es gibt immer noch sehr viel Umschlagtätigkeit da. Es gibt ja einen großen Containerumschlagplatz, aber der Hafen an sich hat ja 3 solcher Lagerhallen, die momentan genutzt werden von verschiedenen Händlern, Apfelsinen, Getränkehändler und so weiter. Man hätte die Möglichkeit, aber wir sagen mal, wir beschäftigen uns jetzt damit und schauen mal in 2, 3 oder 4 Jahren, wo wir stehen. Potenzial ist da, auf jeden Fall. Wir merken es auch an den Anfragen, dass wir auch noch größer werden könnten, was die Personenanzahl betrifft. Aber wir schauen mal, dass so wie wir es jetzt konzipiert haben, wollen wir mal gucken, dass wir das Haus regelmäßig vollkommen bekommen und nicht Leerlauf bekommen. Ich will das nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, Sie haben auch ein großes Schiff, mit dem Sie 400 Leute dorthin transportieren können. Ja, nicht wir, aber wir können, jeder Reeder könnte dort. Also der Schiffsanleger ist für 400 Schiffe, für große Schiffe 400 Personen in dem Hafenbecken. Und fährt da jetzt auch schon, fahren da die Ausflugsboote schon jetzt vorbei? Nein, also es gibt dort parken eine Reihe von Ausflugsbooten dort. Das Hafenbecken an sich wird den Rädern noch angeboten, dort zu überwintern. Da stehen immer 4, 5 solche Boote in dem Hafenbecken drin, aber wir können dort anlegen. Momentan ist das keine Haltestelle von unseren bekannten Schiffsrädern in Berlin. Also Sie können auch so sonntags nachmittags Kaffeetouren machen, wenn Sie das wollen. Worauf legen Sie denn besonderen Wert? Wofür ist das besonders geeignet? Also für Geburtstag, ich habe eben schon gesagt, 100 Jahre, wenn ich das mal werde. Wenn wir auf jeden Fall eine Fläche finden. Nein, also ich sage mal so, unser Fokus liegt auf Kongresse, Tagungen. Das ist so auch konzipiert in der Kombination mit Gala-Veranstaltungen am Abend. Also die klassische Konferenz, wir haben auch einige interessante Konferenzen schon fest gebucht, in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Das heißt dann so die 600 Personentagung, Reihenbestuhlung, Vortrag vorne, Podiumsdiskussionen mit anschließendem Workshop-Möglichkeiten im Erdgeschoss, in den verschiedenen Konferenzen, in kleineren Räumen und dann aber auch parallel eben die klassische Gala-Veranstaltung, Firmenjubiläen, Feiern. 100-jährige Geburtstage. 100-jährige Geburtstage. 150 Jahre. Aber da haben wir noch lange hin, oder? Da haben wir noch ewig hin. Was hat denn das gekostet, was Sie da jetzt gemacht haben? Na, es gibt eine, die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf ungefähr 6,5 Millionen Euro, wobei man dazu sagen muss, die Behaler als Eigentümer investiert in den Ausbau des Gebäudes, alles, was mit dem Gebäude fest verbunden ist, und wir bringen die Ausstattungen. Das heißt, alles Licht-, Tontechnik, Konferenztechnik, Küchenausstattung, alles, was damit zusammenhängt, das ist unser Anteil. 6 Millionen ist ja eigentlich wenig, nicht, für sowas? Ja, aber also es gehört Ihnen nicht. Wir haben, nein, das gehört uns leider nicht. Wir mussten es mieten. Wir müssen mieten, ja. Sie müssen, das hätten Sie gerne anders. Es wäre sicherlich betriebswirtschaftlich besser, das nicht mieten zu müssen, ja.
Aber es ist so, und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, es ist nicht so viel für die Fläche, es sind ja über 3000 Quadratmeter. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn wir einen Saal haben, der 780 Quadratmeter groß ist, so viel Luft, wie dort drin ist, kann man gar nicht zubauen. Deswegen, ich sag mal, 12 Meter hoch, ja, auf jeden Fall. Viel Luft. Es ist schon viel Technik drin. Wir haben Kühlung drin, Klimatisierung, Umluft und so weiter. Also das entspricht auch dem Standard der heutigen vergleichbaren Konferenz- und Tagungszentren in Berlin. Meine Lieblingsfrage ist immer, brauchen Sie dann auch noch Leute? Ja, wir sind dabei, auch zu suchen, das Team aufzubauen. Wenn man sich überlegt, dass wir dort wahrscheinlich bis zu 200 Veranstaltungen im Jahr durchführen, wenn nicht noch mehr, dann gibt es also auf jeden Fall einen Bedarf an mindestens noch 15 bis 20 zusätzlichen Mitarbeitern. Was also wir schaffen Sie? Auch Arbeitsplätze. Wen suchen Sie? Logistiker. Jetzt mal genau hinhören. Vielleicht ist da Ihr neuer Job dabei. Naja, Logistiker, Serviceleiter, Köche. Logistiker? Was Logistiker. Und was für Leiter? Serviceleiter, also ja, Ober-Service-Leiter, also früher Kellner, Oberkellner. Genau, sowas in der Form. Aber auch Verkaufs- und Sales-Manager, Veranstaltungskaufleute, Gelernte. Aber auch auf jeden Fall ein Haustechniker noch zusätzlich im Team. Was dabei für Sie? Also, Thorsten Schermal melden, Event und Convention Center, eröffnet im März. Ganz große Sache. Ja. Ganz toll, wie ich das finde. Füllt eine Lücke. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg. Ja, ab März geht's los und dann notfalls im Sommer fahren Sie mal mit dem Schiff vorbei. Können Sie auch anhalten. Das imponiert mir ganz besonders, dass man so zur Veranstaltung mit dem Schiff fahren kann. Ja. Ganz toll, dass Sie da waren und toll, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie einen neuen Job suchen, denken Sie mal dran. Wir haben Sie eben aufgeführt und melden Sie sich einfach. Vielen Dank und tschüss, bis nächste Woche.